Hey Leute, schön, dass ihr wieder da seid. Ja, die Joy-Con-Controller hier von der Nintendo Switch bieten die Möglichkeit, dass sie ja über Vibrationssignale ja aussteuern. Diese Vibration kann man ausschalten oder einschalten. Wenn man sie eingeschaltet hat, verbraucht sich natürlich schneller der Akku. Deshalb macht es vielleicht auch mal Sinn, diese auszuschalten. Ja, ich zeige euch mal, wo ihr das jetzt entsprechend machen könnt. Ihr müsst hier auf das Zahnrad draufklicken, dann seid ihr in den Systemeinstellungen. Und hier scrollt ihr runter bis zu dem Bereich Controller und Sensoren. Und hier habt ihr schon Controller Vibration. Und ihr seht jetzt, momentan ist das eingeschaltet. Wenn ich hier drauf drücke, habe ich es eben ja deaktiviert und ausgeschaltet und kann es auch an selber Stelle wieder umschalten bzw. einschalten. Ja, so funktioniert das. Ich hoffe, das Video hilft euch. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal.